Immer dafür gehen. Okay. Ja, klar. Nordosten. Zu dem Friedhof Gedönsches. Ich bin ja gerade mit Eva wieder One Piece am gucken. Was Und für ein Friedhof Gedönsches? hä? Was für ein Friedhof Gedönsches? Hier dass die Monster gehen ja Ach quasi so, das hin meinst du ja. zum Sterben. Lass uns Ja, okay, ja. Keine Und Angst, diesmal das passt gibt's es ja in auch. One Piece auch mit den Millenniumsdrachen. Gehen ja auch auf ihre Insel, um zu sterben. Aha, Und du die meinst Insel also aus erscheint. der Filler-Folge. Ja, weil Eva alle Filler-Folgen gucken will. Ja, hat Lama auch gesagt. Als dann eine Filler-Folge kam mit Rückblick über Lysop, hat sie gesagt, oh, die können wir eigentlich skippen. Oh, das wird noch lustig. Aber Das wird so noch lustig. Da einfach gehe ich auch durch. wieder davon aus, dass wir das skippen, weil ja, useless, braucht man sich nicht reinzuziehen. So. Ruffy Rückblick, Zoro Rückblick, Sanji Rückblick, Lysop Escape. So, sind die vielleicht irgendwo hier oben? Oh, gekritzelt. Ja, ich habe Das gerade mein gekritzelt erstes Gekritzel mit. gefunden. Nochmal gekritzelt. So, Donnerkäfer, hier kann ich nicht lang. Ah, jetzt bin ich wieder runter. Super. Toll. Cool. Die jetzt zu finden, ey. Das wird lustig. Geil ist, ich habe halt beim Research Level einfach schon den zweiten Punkt erreicht. Trotzdem wissen meine Käfer noch überhaupt nicht, wo es hingehen soll. Sind einfach dumm. Kerben, das ist aber jetzt nicht. Super Schuppe. Also ich denke ja, es geht einfach immer weiter nach oben. Die waren noch irgendwo. Ja, da gab es auch noch so ein extra Camp ganz, 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 ganz oben. Ich weiß halt noch nicht, ob die genau da auch waren. Das ist eine gute Frage. Weiß ich auch nicht. Ich will nicht beantworten. Aber wir werden es rausfinden. Let's go. Erstmal Kerben. Nein, na gut, aber das ist von irgendeinem Vieh. So, wahrscheinlich Tobi oder so. Nee, Tobi kennst du schon. Ich hätte gesagt. Fußspuren. Aha. Kommen der ganzen Sache näher. Jetzt rasten meine Leuchtkäfer aus. Jawohl. Kaum die Fußspuren gefunden. Jetzt geht's rund. Da sind auch noch mal welche. Warum steht der erste Viviana vor einem schon wissenden Käfer, Erste wohin es geht? Viviriana. Da haben wir sie schon. Zack. Sieht so aus, als hätten wir beide die gleiche Stelle gefunden. Ach, sie hat auch gesucht. Sie hat Das ist damals ja schon gesagt, lass aufteilen. so schön, dass sie ruft, wenn sie Fußspuren gefunden hat. Ja, und macht dann noch so, oh lol, wir haben ja random, ganz zufällig jetzt den Ja. gleichen Weg gefunden. Ist so. Ganz random, ganz zufällig.
Die Fährte scheint hier zu enden. Bin er mal hier? Bin er mal? Razzian? Ratalos. Razzian haben wir schon gefightet. Hä? Razzian haben wir doch schon gefightet, ne? Du hast Razzian gefightet. Achso, stimmt ja. Ich hab Razzian nicht gefightet. Ja. Einmal rutsche. Und abwärts geht's. Hey. Schau. Gefunden. Davilviriana. Viel Spaß bei dem Tagesgespräch mit dem Viviriana. Oben in der Nahrungskette? Er jage einen Rataklos. Wir sollen wohl diese zwei Monster jagen. Es muss sich auf Ratalos und Diablos beziehen. Sollen wir zurück zur Basis und uns vorbereiten? Ja, komm. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee. Bevor ich den jetzt hier einfach machen gehe. Dann würde ich sagen, dann machen wir den noch und dann, ist für heute auch wieder los. Gut, ich wollte dich noch fragen, ob du die Quest dann noch machen willst oder ja, ob wir es an der Stelle schon belassen wollen. Okay, Partner. Eine können wir machen. Wir machen aber nur den Radaklos. Obwohl Diablos wahrscheinlich sogar die bessere Nummer geben würde. Ja, nee. So. Kantine. Bezahlen. Ich habe dann die Quest schon mal bekannt gegeben. Der Chefkoch gibt gerade extrem geilen Shit. Ah, let's go. Komm, nehmen wir den. Let's go. So. Du hast die Quest schon bekannt gemacht. Eintreten. Ja, ich glaube, wirklich was schmieden kann ich nicht. Aber man kann ja mal gucken, ob man noch so verbessern könnte. Aber es ist jetzt nichts zu verbessern. Einfach nee. Direkt rein in die Quest. Ja, ist auch nicht wirklich. I'm ready. Let's go. So. Jetzt die Frage, wahrscheinlich ganz nach oben, ne? Ziemlich mutig von dir, die Quest zu starten und die Gegengift einfach alle liegen zu lassen. Ach,
Als ob ihr mich vergiften würde, jetzt aber nur ganz ehrlich, ja. Gibt es doch nicht. So. Immer noch Knochenhaufen, let's go, einfach alles mitnehmen. Jawoll. Noch irgendwas. Eine einzigartige Pilzkolonie. Punkte, 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 Punkte. Exquisiter Pilzhut. Gummi-Pilzhut. Alle Pilzhüte der Welt. I got him. Ja, jetzt nur noch die Frage, wie hoch? Ja. Gut, perfekt. Mal schnell irgendwie hin, ja. Ja. Nee. Also, maybe, aber. Der war doch ganz oben, ne? Müsste ganz oben sein. Ich glaube, ich jetzt einmal rumlaufen und wäre jetzt dann wieder am. Wäre jetzt dann wieder am Anfang. Oh. Wieder am Lager. Ah. Das ist verwirrend. Warum? Warte, man kann auch hier. So. Jetzt bin ich aber richtig. Hier muss es noch rumgehen. Oder auch nicht. Bin hier runtergefallen. Ach Mann. So. Ich will doch nur nach oben. Ja, und wieder runtergefallen. Hab ihn gefunden. Wird dir auch angezeigt? Nice. Nee. Ja. Ja doch. Ach mein Gott. Musste nur ganz nach oben. Ja. Um genug Spuren zu sammeln. Die Käfer für mich gerade auch. Okay, also da wäre ich ja, da wäre ich ja definitiv drauf gekommen, jetzt hier hoch zu gehen, ne? So. Nee. Oh. Ach Gott. Jetzt wollen die, dass ich wieder runtergehe. Warum wollen die, dass ich runtergehe? Wollen die, dass ich hierher gehe? Ich glaube, meine Leuchtkäfer wissen auch nicht so ganz, was jetzt Sache ist. Die wollen, dass ich schwimme. Komm doch einfach zu mir. Ja. Wenn ich wüsste, wo der Aufstieg ist, würde ich das ultra gerne machen. Jetzt hier jetzt hoch. Das ist, echt, ja. An alle, die sich das anschauen, es tut mir leid. Ah, einfach das Quality Gameplay. Einfach 5 Minuten so sehen. Wie jemand einfach den Weg finden. Ach Mann. Also Schwanz hätte ich schon abgeschlagen. Jetzt ernsthaft? Ja. Oh mein Gott. Ja gut, ne? Ich krieg auch hier Punkte für gebrochene Teile. Ah, ich höre. Ich höre dann. Also wirklich das zu finden, ey. Die Verwirrung ist hart. Hallo, ich bin dann auch mal da. Na? Ist er schon tot? So gut wie. Nice. Weiter mal.
Ja. So. Au. Sollen das? Und übrigens habe ich volle Gegengifte. F10. So. Nice. Und auf den Kopf. Jawohl. Das tat gut. Was war los? Hm? Das tat gut. Oh, das tat gut weh. Oh ja. Holy. Was haben Sie denn getan? So eine Feuerball. Junge. Und wieder auf den Kopf. Da ist der Kopf kaputt. Geht trotzdem weiter auf den Kopf. Oder auch nicht. Uiuiuiuiuiuiui. Euer Ball ist echt groß. Junge. Ah, nice. Und wieder aufs Köpfchen. Ich weiß auf Gegengifte mal einfach sein Heilbuchse da aktivieren kann. Oh, nice! Nein, okay, gut, du bist auf die andere Seite, das ist gut. Wait, aber ist das für Schild und Schwert nicht eigentlich cool, fliegen gesendet zu werden? Weil du doch auch wirklich viel damit arbeitest, auf dem Vieh drauf zu sein, oder? Ich weiß es an der Geschichte. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nicht so, dass ich darauf poche, die ganze Zeit auf dem Feedhof zu sein. Also, okay. Oh, das Ding hat Feuerball bekommen. Kannst du runterkommen? Ich lasse ihn drauf, Digga. Ah. Au. Ich bin ja schon wieder da drauf. Das ist jetzt mit der Klaue gewesen. Achso, okay. Das ist doch mit dem Weg, oder? Ne, immer noch nicht. Dann gehe ich nochmal drauf. Ah, jetzt auch. Ja, jetzt. Ach, schade, ich wollte noch abschießen. Okay. Die Bombenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die schweren Schaden. Oh, ich bin wieder voll. Gut. Mein Dings auszulernen. Ah. Ich krieg das auch noch irgendwann. Irgendwann krieg ich's. Ja. Du weißt, wo es hingeht? Ich folge den Käfern. Ah, okay. Meine Käfer sind ein bisschen langsam. Die hinken noch ein bisschen hinterher. Deswegen vertraue ich dir gerade. Ah, Wetzen ist eine gute Idee. Der hier ist jetzt actually sogar spitz. Ja. Aber nur hinten. Wobei das geht. Aber ich glaube, den willst du auch nicht wirklich anschärfen. So, wo geht's lang? Mal hoch? Nee. Ach ja. Doch, er hat nochmal das Gebiet gewechselt, glaube ich. Nochmal? Oh mein Gott, er hat noch. Ja. Er ist runtergeflogen, um jetzt hochzufliegen. Oi, super. Der Drecksack. Oh mein Gott. Dafür stirbt er dann jetzt aber auch. Was ist er denn? Soll er nicht hier sein? Nee. Bei mir haben die Käfer aufgehört. Ja, weil du gerade im Fight bist. Ach so. Ah, okay.
Ah, nee, jetzt ist er. Jetzt ist er dort, wo man gerade eben war, ne? Mit dem, wo es so runter geht. Da, wo es so runter geht. Ja. Genau. Ja. Wo der Viperianer war. Der gute Boy. Der ein bisschen Kauderwelsch gesprochen hat. Bei mir leckst du so ein ganz klein wenig. So, also, warte. Ah, ich wollte jetzt gerade probieren mit meinem Angriff. Schön ins Gesicht. Weiter geht's. Er lässt sich, glaube ich, nicht mehr. Nee. Au. Der. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich werde weggespült. Oh mein. Freaking. Tschüss. Bye bye. Ah ne, okay. Nicht ganz, aber ich bin auf jeden Fall jetzt vergiftet, weil er mich dann einfach noch angegriffen hat. Weil er ein richtig fairer Dude ist. Ach man. Naja. Auf jeden Fall deutlich angenehmer als in Rise. Keine Ahnung. Ja. Ja, ja, außer einfach mal wieder. So. Danke. Wie freut der Boy denn jetzt noch, dass ich mich rolle? Ja. Du brichst mir die ganze Zeit ab. Ich denke mir so, warum greife ich nicht an? Ich bin drauf. Ah Gott. Aha, okay. Jetzt noch der Diablos, ja genau, den direkt hinterher. Kack mich. Also entweder habe ich so das Gefühl, weil das hier nur so Anfangsviecher sind, dass ich irgendwie deutlich weniger down gehe. Oder es liegt halt wirklich an Rise. Liegt an Rise. Weil, also es fühlt sich halt legit so. Es fühlt sich halt legit irgendwie ein bisschen einfacher an, irgendwie. Also, I don't know. Ganz klein würde ich einfach. So. Haben wir wieder nichts bekommen? Ja, nope, das auch nicht. Ausgelöste Fallen. Oh. War ich das, der das Wasserding getriggert hat? Jetzt noch der Diablos. Das wäre echt mies.
Ja, ich was erledigt die? Ja, nice. Diese drei Quests ab. Noch eine hochladen. So. Dann leeren wir einmal unsere Objektruhe. Ja. Hehe, so. Einmal zum Boot, zu Letanica. Oh, du bist. Und dann, schon wieder fertig. Hätte man auch ein wenig. Noch einmal zum Schmied. Einmal zum Schmied, einmal gucken. Cookie, cookie. Was so geht. Was so drinne ist. Drinne und nicht draußen. Was Rüstung verbessern? Ich habe immer noch nicht, ich weiß immer noch nicht, was was das obere Material bei meinem nächsten Upgrade ist. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Müsstest du sonst googeln, wenn es dich so interessiert. Müsste ich dann gucken. Rüstung, was haben wir? Odogaron-Set. Sogar Ecchi wirklich mehr Rüstung noch gibt. Und ein Ratterklos-Set. Der Angriffsboost. Mhm. Der ist cool. Ja. Dafür aber da brauchen wir Rückenmark und Flügelkralle. Oh, und kritischer Blick auf dem Odogaron Hüftring. Ja, ich glaube, Odogaron hast du auch genutzt fürs Langschwert oder sowas. Ja, schnelles Wegstecken. Ja, genau. Das brauchst du doch. Ja. Und schnelles Schärfen hat er auch noch. Aber das brauchst du für alle Schwertwaffen, ne? Ja. Ja, für ein Tuschwert. Bei einem Hammer kommt es nicht darauf an, dass du das Ding auf der maximalen Schärfe hast, sondern einfach das so auf den Kopf einknüppelst. Da brauchst du eher sowas wie Teilezerstörer oder Betäuber oder wie irgendwas heißt. Knockout. Ja. Das ist das Wichtige. Ja. Na gut, aber man hat ja natürlich auch quasi gar nichts, dass man jetzt hier hingehen könnte und. Nee, klar, das kommt alles erst später. Wenn meine Katze mal hier so. Was gebe ich meiner Katze hier? Die ratterlose Waffe? Gibt meine Katze? Meine hat Legiana bekommen. Und dann Odogaron Rüstung. Die sieht sogar noch relativ cool aus. Nice. Sehr schön. Gut. Okay. Dann war's das wieder für heute. Und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal. Bis denn.